Oh, hi, da seid ihr ja. Ja, schön. Ihr seid natürlich wieder bei Crossbows and Airgun Fun. Heute machen wir aber keine Vorstellung eines Gewehres oder einer Luftpistole, sondern ich will etwas ergänzen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, hoffe ich. An dieses Gewehr, dieser Unterhebelspanner, bei dem ich überhaupt nicht wusste, was das für ein Gewehr ist, wer der Hersteller ist, wie das Gerät heißt und so weiter. Das Einzige, was klar war, Unterhebelspanner, wie gesagt, und Kaliber 4,5 mm Diabolo. Ja, und alles andere, Gewicht und Abmessungen, das hatte ich ja gewogen und gemessen, aber ansonsten hatte ich keine Angaben dazu und ob das Zielfernrohr hier original ist oder nicht, weiß ich immer noch nicht, aber ist auch nicht so wild. Das wird sicherlich irgendjemand später drauf gebaut haben, aber ich packe es erstmal wieder weg. So. Ja, aber ich hatte ja in meinem Video darum gebeten, wer das Gewehr kennt, möchte mir bitte Bescheid sagen, was er dazu weiß. Und es gab tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten, die mir da weitergeholfen haben. Ich schaue gleich mal drauf. Also AG GA3, André Grosse und HB-9620 haben mir in den Kommentaren geantwortet und haben mir erzählt, was sie von dem Gewehr wissen. Und zwar wurde es bezeichnet als Relum Tornado oder Relum Super Tornado. Aber offensichtlich wurde dieses System auch in einer ganzen Reihe weiterer Marken und Ausführungen verwendet. Also bestätigt hat sich meine Vermutung, dass das Gewehr aus Ungarn stammt. Dort gibt oder gab es einen Konzern FEG, der das Gewehr hergestellt hat. Der hat allerdings nicht nur Luftgewehre hergestellt, sondern auch Hausgeräte, Heizer, Gasgeräte und so weiter und eben auch scharfe Waffen. Und irgendwie hängt das auch alles mit Umarex zusammen. Also ich sage euch mal, was mir hier einer aufgeschrieben hat. Es wurde vertrieben durch Neckermann Quelle als Mars oder als Umarex Tornado oder Artex. Ja, Telly LG15 wurde auch noch genannt als Marke und Modellbezeichnung. Und einer von den dreien hat mir auch geschrieben, es sieht aus wie eine Mauser 300 SL mit einem geänderten Schaft. Und das scheint tatsächlich so zu sein, dass dieses System eben auch bei diesen Mausergewehren eingesetzt wurde. Also der Schaft sieht völlig anders aus. Das ist so ein Sportschaft, Matchgewehrschaft. Und es gibt auch ein paar kleine Änderungen am Äußeren dieses Gewehres. Zum Beispiel sitzt dieser Hebel für das Ventil, für das Ladeventil, ist etwas anders angebracht und dort steht Mauser drauf, soweit ich gesehen habe. Ja, also wie gesagt, das Rätsel hat sich gelöst. Ich danke allen, die mir da weitergeholfen haben und ich zeige euch dann im Anschluss noch ein paar. Wie soll ich sagen, noch ein paar Informationen, die ich im Internet gefunden habe, denn dort taucht das Gewehr in verschiedenen Varianten auch auf. Ja, also wie gesagt, vielen Dank an die Kommentatoren, die mir da weitergeholfen haben. Und jetzt schauen wir noch mal ein bisschen im Internet, was sich da so finden lässt. Da sind wir zurück und zwar diesmal zum ersten Mal auf meinem Rechner. Ich habe hier die Seite muzzle.de aufgeladen, aufgerufen, also muzzle.de.
muscle.de, Muscle wie Mündung auf Englisch. Und hier findet sich tatsächlich das Gewehr Relum Super Tornado. Und in Klammern steht hier Telly LG15. Und auf Umarex wird auch nochmal verwiesen. Ja, wenn ihr euch die Bilder anschaut, dann sieht das ja original so aus wie mein Gewehr. Mit der Ausnahme, dass dort kein Zielfernrohr aufgebracht ist, aber das ist ja nebensächlich. Ansonsten ist es also original, dieser Unterhebelspanner, den ich euch vorgestellt habe. Hier steht auch Herkunft Ungarn und ups, Hersteller FEG, also dieser Konzern. Kaliber 4,5 mm, Ladevorrichtung, Drehbolzen, Ladewalze, Ladeventil, das wird von verschiedenen Herstellern unterschiedlich benannt. Als System Federdruck mit zwei ineinander liegenden Druckfedern, das ist wohl eine Besonderheit, die dieses Gewehr bzw. das System von anderen Luftdruckwaffen unterscheidet. Und ja, Unterhebelspanner, Einzellader hatte ich gesagt. Hier seht ihr noch ein paar Bilder. Von links eben der Unterspannhebel. Dann ein Korn, da ist bei mir noch ein Kornschutz drauf. Ja, und dann dort, wo dieser Spannhebel sein Gelenk hat. Hier wird nochmal darauf verwiesen, dass die Visierung höhen- und seitenverstellbar sein soll. Ich hatte, also die Kimme ist hier mit gemeint. Ich hatte gesagt, die Kimme ist höhenverstellbar. Da gibt es ja so ein kleines Drehrädchen, eine kleine Schraube, mit der dieses Kimmenblatt angehoben und abgesenkt werden kann. Und was ich später noch gelesen habe, dass die Kimme in der Führung, in der sie sitzt, seitlich verschiebbar ist. Also das muss man dann natürlich mit einem Hämmerchen und einem Durchschlag machen. Und ist eben nicht so wie bei einer komfortablen Mikrometervisierung, wie man das bei den besseren Hähnelgewehren und auch von anderen Herstellern kennt. Visierlinie 450 mm, Länge 1145 mm, das hatte ich schon gesagt. Gewicht ist hier angegeben mit 3,2 Kilo. Ich hatte ja ein bisschen mehr gewogen, aber egal. Die 11 mm Schiene für Zielfernrohrmontage ist also offensichtlich Standard, so wie hier aufgeführt ist. Die wurde also nicht später extra noch aufgebracht. Ja, dann habt ihr hier noch ein paar Bilder vom Schaft und weiter unten diese Ladewalze oder das Ladeventil samt dieser Kimme, die eben mit dieser Schraube, die man hier in der Mitte sieht, höhenverstellbar ist. Und hier sieht man auch diese Aufnahme von der Kimme, die eben, wo die Kimme in der Seite verschiebbar ist. Ja, und das ist dann eigentlich auch schon alles. Hier gibt es noch ein paar Bilder vom Umarex LG14. Das ist dann wahrscheinlich eher der Vorgänger, weil Umarex LG15 gibt es ja eben auch und das sieht auch wieder original aus, wie das Gewehr, das ich euch vorgestellt habe. Ja, dann können wir mal noch weiter gucken. Es wurde ja auch das Mauser 300 SL genannt, das seht ihr hier bei co2r.de, das ist so ein Forum für Luftdruckwaffen, CO2-Waffen und so weiter. Hier wird also auch gesagt, Relum Tornado System, auch bekannt als Mauser 300 SL, beziehungsweise Umarex LG15 und Telly LG15. Ja, hier fragt ein User, wo er denn Ersatzteile herkriegen könnte. Das ist natürlich schon ein bisschen eine schwierige Frage bei diesen alten Gewehren. Aber es gibt laut den Antworten, die man hier so findet, doch noch hin und wieder eine Möglichkeit, zumindest einige Ersatzteile aufzutreiben. Und eine gute Adresse ist das Waffencenter Goda, was ich euch hier aufgerufen habe. Da gibt es also jede Menge Ersatzteile. Ich hatte ursprünglich mal gedacht,
dass es dort nur Ersatzteile für Hähnelgewehre gibt. Aber wie ihr hier links seht, werden hier ja alle möglichen Hersteller aufgeführt. Das ist eine wahre Pracht. Die Frage ist dann halt nur, was es jeweils gibt für diese alten Gewehre. Und hier findet sich eben auch ein Menüpunkt Umarex und einige Umarex-Typen, unter anderem eben auch das Umarex LG15, was ja praktisch das gleiche Gewehr ist wie das Relum Tornado. Und hier gibt es dann auch noch mal ein paar technische Daten. Die hatten wir eigentlich alle schon besprochen. Es weicht zwar ein bisschen voneinander ab, aber egal. Sind schon alle recht ähnlich. Und das Gewehr gab es wohl auch noch im Kaliber 5,5 mm, wie hier zu lesen ist. Also meins ist, wie gesagt, 4,5 mm. Und leider ist die Ausbeute bei den Ersatzteilen nun nicht gerade groß, denn angeboten wird hier nur die Dichtung Kolbenmanschette inklusive dem Befestigungsadapter auf dem Kolben. Ja, also wie gesagt, die Ersatzteilbeschaffung ist eben hier wirklich ein Problem. Aber das lässt sich nun mal nicht ändern. Ganz interessant, hier gibt es auch mal so eine Explosionszeichnung für das Gewehr. Und hier sieht man unter anderem auch diese beiden ineinander liegenden Federn, die hier jetzt natürlich nebeneinander liegen. Aber man sieht ja deutlich, dass die eine Feder einen wesentlich kleineren Durchmesser hat als die größere. Und die sind dann eben ineinander geschoben und in den Kolben geschoben. Und von hinten her kommt dann hier noch dieses Führungsstück drauf, so dass die Federn also nicht zur Seite sich wegbewegen können. Ja, soweit noch als Ergänzung zu dem älteren Video, in dem ich euch dieses Gewehr vorgestellt hatte. Und dank der Hinweise von den Kommentatoren, die ich am Anfang des Videos genannt hatte, es ist nun auch klar, was es für ein Gewehr ist. Und bei welchen Modellen dieses System, dieses ungarische System noch verbaut wurde und wie es mit der Ersatzteilversorgung aussieht, naja, das ist halt eine schwierige Sache. Ich hoffe, das war für euch interessant und ja, das war es erstmal hier für diesen Teil. Ich danke euch. Gut, also ganz interessant. Dass einem auch mal ein Gewehr, eine Luftdruckwaffe in die Hände fallen kann, über die man gar nichts weiß. Und es gibt trotzdem eine ganze Reihe von Leuten, die sich auskennen und die dann auch gerne weiterhelfen. Und ja, das war's dann für heute. Mal sehen, was ich als nächstes mache. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich hatte euch ja auch noch ein weiteres Video über einen Exoten versprochen aus meiner Sammlung in dem Sinn, dass das Gewehr nicht von Hähneln stammt. Das kommt also auf jeden Fall auch noch. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich bedanke mich und lasst euch gut gehen. Tschüss!